Servus, ich stelle mich noch mal kurz vor für die Leute, die mich einfach nicht kennen. Ich bin der Tim, ich bin der Geschäftsführer von Shishaya. Und heute hatte ich gedacht, wir gehen auf das neue Modell, auf die Rock ein bisschen näher drauf ein. Das ist mal das Männliche in dem ganzen Weiblichen. Sprich Kylie, Taylor und Naomi, das sind ja alles so die weiblichen Produkte. Und die Naomi haben wir jetzt ersetzt durch die Rock. Und da sind wir einfach auf das Maskuline gegangen, deswegen die Base ein bisschen breiter. Dann hier unten die vier Ringe, das sind eigentlich so. Im Endeffekt ist die Base das Abbild eines männlichen Körpers, kann man so sagen. Ja, wir haben hier den Four-Pack, also kein Six-Pack, sondern Four-Pack. Dann haben wir hier den breiten Nacken, die breiten Schultern, dann halt hier die Taille. Also eigentlich, ja, ist es ein Männerkörper, so war es von mir gedacht gewesen. Was bei der Rock das Besondere ist oder auch die Neuheit ist, was es, glaube ich, so auf dem Markt noch gar nicht gibt. Die entlüftet komplett nach unten. Das hat den Hintergrund, dass mich das eigentlich immer abgenervt hat, wenn wir mit einer Gruppe zusammen in der Shisha-Bar gesessen haben und irgendjemand hat entlüftet, dass ich den Rauch oder jemand anderes hat den Rauch immer von dem Gegenüber abgekriegt. Und da war das Gespräch immer kurz unterbrochen, weil man halt einfach den Rauch erstmal so ein bisschen zur Seite und deswegen hatte ich gesagt, nee, das nervt mich, da müssen wir irgendwas anderes machen und deswegen ist die Rock entstanden. Mal kurzen kleinen Hintergrund, wie das Entlüften entstanden ist. Das ist mir nachts im Bett ist mir das ganze System eingefallen. Dann bin ich aufgestanden mitten in der Nacht, habe meinen Malblock genommen, also was heißt mein Malblock, meinen Zeichenblock genommen, habe angefangen, das aufzuskizzieren. Habe es aber auch nicht fertiggestellt, weil ich mich dann wieder kurz hingelegt habe, wieder weiter Gedanken drüber gemacht habe. Und am nächsten Tag waren wir eigentlich auf den Geburtstag eingeladen, was wir auch wahrgenommen haben. Also wir waren da. Was lustig an der ganzen Sache war, wir waren zum Essen eingeladen im Restaurant. Also was hat der Deppe Tim gemacht? Nimmt seinen Zeichenblock mit ins Restaurant, setzt sich da den ganzen Abend hin und zeichnet die Base fertig, weil er das Entlüften fertig. Das war sehr lustig. Der Kellner hat mich die ganze Zeit ein bisschen komisch angeguckt. Die Leute rundherum, okay, die wissen, wie ich bin und lass mal machen den. Ja, das so ein bisschen zum Hintergrund, wie das Entlüften entstanden ist. Dann würde ich euch gerne ein bisschen technische Sachen nochmal zeigen. Ich habe hier auch ein bisschen was vorbereitet. Für die Leute, die es einfach interessiert, wie das Ganze aufgebaut ist. Also es ist kein Geheimnis, jeder, der irgendwie logisches Denken hat oder sich auch damit ein bisschen auseinandersetzen möchte, der wird so oder so dahinter kommen. Deswegen ist es kein Geheimnis. Im Endeffekt ist es der gleiche Aufbau wie bei den anderen Pfeifen auch. Nur dass wir Entlüftungsschlitze hier drin haben, wo der Rauch dann durchkommt. Also das ist ein doppeltes Kammersystem. Man hat einmal den Entlüftungsring. Da sitzen dann die Kugeln drin. Hier ist ein O-Ring zum Abdichten. Und der wird dann hier ganz normal eingedreht. So sitzt er dann da drin. Und wenn du dann halt pustest, drückst du ja den Rauch in dein Glas. Also du baust einen Druck in deinem Glas auf. Die Kugeln gehen nach oben und strömen dann hier durch die Schlitze wieder raus. Und das ist halt das, was man dann so im Nachgang sieht. Was auch sehr, sehr, sehr lustig ist. Also man kann wirklich viele Spielereien mitmachen. Und auch wenn ich Rock rauche, bin ich eigentlich mehr mit dem Entlüften beschäftigt, wie mit dem Rauchen beschäftigt, weil es einfach mega, mega Spaß macht. Wenn man das pulsieren lässt oder langsam runterfließen lässt oder schnell, also das ist mega, mega interessant und sehr, ja, faszinierend, finde ich. Ich weiß gar nicht, was ich noch genauer erklären soll. Dadurch, dass wir halt auch nach unten entlüften, hast du hier oben halt kein störendes Entlüftungsventil oder so, möchte ich es mal sauber ausdrücken. Also es ist eine clean Base einfach. Und die Breite ist auch so zustande gekommen, dass ich Platz halt einfach in der Base gebraucht habe, um den Entlüftungsring reinzubringen mit den ganzen Kugeln. Und die Kugeln sind auch wirklich notwendig. Also wir brauchen wirklich die sechs Kugeln da drinnen, dass das alles funktioniert. Und die Anordnung hier von den Luftkanälen, die müssen auch so sein. Ich hatte das im Prototyp mit weniger ausprobiert. Da ging es auch, aber es war zu schwer einfach. Und deswegen habe ich das dann alles nochmal abgegradet, habe nochmal mehr Entlüftungskammern eingebaut, mehr Kugeln eingebaut und jetzt funktioniert das alles reibungslos. Mal eine kurze Erklärung zu der Bowl, warum der Buckel hier in der Mitte ist.
das ist einfach dazu da, dass der Rauch nochmal gebrochen wird. Das sieht einfach meiner Meinung nach nochmal schöner aus, wenn du irgendwo eine Abrisskante hast, wo der Rauch halt einfach lang fließen kann. Das wird man dann in der Detailaufnahme auch ein bisschen besser sehen. Die Farbe zum Glas, das nennt sich Bernstein, wird eine limitierte Auflage werden. Wann genau, kann ich so noch nicht sagen. Ich denke aber mal Anfang nächsten Jahres wird das kommen. Könnt ihr ja auch einfach mal kurz Feedback dazu geben, was ihr von der Farbe haltet. Ich finde es eigentlich sehr cool. Es ist mal was ganz, ganz anderes. Vielleicht mit einer anderen Kombination von der Rauchsäule noch mal, vielleicht mit Holzrauchsäule oder so, vielleicht, keine Ahnung, dass wir da noch mal in die Richtung gehen oder so. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr cool. Da viele Leute immer fragen, ob wir auch Pfeifen mit mehreren Anschlüssen haben oder ob es das kommen wird oder so. Ja, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, auch wenn ich der Meinung bin, dass man eine Pfeife alleine rauchen sollte. Gerne mal den Schlauch weitergeben. Aber ich mache da schon seit 2 Jahren rum, habe auch schon den ersten Prototyp, den ich vielleicht mal kurz zeigen kann. Also es gibt auch eine 4-Varianten Rock, die aber noch nicht auf dem Markt ist, die auch erst auf den Markt kommen wird, wenn ich mit dem doppelt wirkenden Rückschlagventil fertig bin oder zufrieden bin. Also das gibt es auch schon, es funktioniert auch, nur noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Deswegen ist sie noch nicht auf dem Markt. Und wann sie genau rauskommt, kann ich so auch noch nicht genau sagen. Also ich arbeite die ganze Zeit dran, ich arbeite schon seit 2 Jahren dran, aber ich möchte es halt wirklich erst rausbringen, wenn es hundertprozentig funktioniert und ich sagen kann, von meiner Meinung her, das ist top, das funktioniert. Wenn ein anderer dann um die Ecke kommt und sagt, hey Tim, mach das noch so, so und so, dann klar, mache ich mir darüber Gedanken, werde es dann auch eventuell umsetzen, wenn alles Hand und Fuß hat. Aber wie gesagt, ich bin drauf und dran, ich kümmere mich darum, ich möchte euch ja auch nochmal eine Freude machen für diejenigen, die permanent fragen, ob das sowas kommt oder ob es sowas gibt. Und hier ist der Beweis einfach, dass es das gibt und das doppelt wirkende Rückschlagventil ist auch schon fertig, mehr oder weniger. Da möchte ich leider noch keinen Prototypen zeigen, weil es mit Sicherheit Leute gibt, die das ganz schnell kopieren würden gerne. Oder wie soll ich das jetzt ausdrücken? Die es mit Sicherheit kopieren, aber es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Sagen wir es mal so. Ja. Also von daher möchte ich da kein Prototyp zeigen. Die Leute, es gibt gewisse Leute, die haben es mit mir zusammen getestet, aber die sind auch der Meinung, dass es noch zu schwergängig funktioniert. Deswegen ist es noch unter verschlossener Tür. Ja, das Ganze dazu. Dann möchte ich mich in dem Sinne auch bedanken und haut einfach mal unter die Kommentare, wenn ihr irgendwas anderes wissen wollt, auch technische Sachen oder wenn ihr Versuche sehen wollt. Also ich bin für alles bereit. Was ich momentan leider noch nicht so wirklich machen kann, ist halt einfach Videos aus der Fertigung. Aber da sind wir auch drauf und dran, dass das funktioniert oder besser funktioniert. Also es funktioniert schon. Seht ihr ja ab und zu mal mit meinen schönen Selfies oder so, was ich mache. Aber das wird es auch in naher Zukunft geben, dass wir wirklich komplett die Fertigung. Dann zeige ich euch die CNC-Programme. Dann gehen wir auch mal ins CAD rein, dass ihr wirklich mal den kompletten Aufbau seht, wie das Ganze entsteht. Ja, von der ersten Skizze bis zum ersten CAD, bis zum ersten Prototypen und was da halt alles dazugehört. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen guten Rauch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.